Guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer du dieses Video schaust. 9.42 Uhr, ich denke, die Patchnotes sollten da sein. Ja, sind sie, aber irgendwie falsch positioniert. Hä? 22. Mai? Patchnotes 9.20? Sehe ich das gerade richtig? Seht ihr das auch? Error 404. Okay. Ja, dann muss ich wohl wieder abwarten, bis Epic Games das irgendwie gefixt hat. So sieht aus, als hätten sie es nach 5 Minuten hinbekommen. Ich stehe zwar immer noch 22. Mai, bei euch wird es aber schon gefixt sein, weil irgendwie, ich bin ja immer sehr früh dran, immer dann, wenn sie die Patchnotes posten. Gehe ich mal brav auf Rettet die Welt. Hallo! Jenseits des Sternenhorizonts. Schließt euch der Crew von Jenseits des Sternenhorizonts an, während die VSS Gallant ein weiteres Mal ins All fliegt. Sieht auch schon sehr nach Weltraum aus. Okay. Scheint auf jeden Fall definitiv eine neue Heldin zu sein. Invasion. Wenn der Laser in der Kriegsspielsimulation loslegt, wollt ihr ihm garantiert nicht im Weg stehen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Ist es ein Laser, der von oben runterkommt? Oder ist es einer, der einfach voll straight durch die Tunnel durchballert auf eure Schilde und Verstärker drauf? Ein UFO ist aus dem All gekommen und schwebt nun über eurem Sturmschild. Macht eurer Verteidigung zu schaffen und beamt unerwünschte Besucher herab. Okay, also definitiv jeden Verstärker zubauen, den ihr noch offen habt. Zerstört die fliegende Untertasse, um eurer Verteidigung eine Verschnaufspause zu gönnen. Doch genauso wie eine schlechte Fortsetzung für erfolgreiche Sci-Fi unvermeidlich ist, ist auch die Rückkehr des UFOs garantiert. Mit einer neuen Kriegsspielsimulation wirken auch neue Event-Tickets, ein neues Spielerbanner und größere Vielfalt in täglichen Aufträgen. Mhm. Das neue Science-Fiction-Lama ist im Shop erhältlich. Das neue Lama, was ihr mit den Sommertickets kriegt. Beinhaltet unter anderem 4 neue Sci-Fi-Helden und 5 neue Waffen, also 9 komplett neue Items. Plus da wahrscheinlich auch noch Varianten in Episch und Legendär, also kann man da was sammeln, aber es sind 9 brandneue Sachen. 500 Sommertickets, ist ja klar gewesen, habe ich ja schon vor Monaten gesagt. Spieler, die über eine Nachbarschaftsmache Kriegsspiel und Simulation suchen, landen nun in verschiedenen Zonen. Dadurch sollte die Wartezeit der Spieler reduziert werden. Okay, wenn das funktioniert, dann verstehe ich das so. Du suchst was im Steinwald, Kriegsspiel-Simulationshilfe, aber kriegst du nicht hin, weil im Steinwald ist gerade keiner unterwegs und du landest im Brutal, weil gerade im Brutal eine Lobby gestartet hat. So verstehe ich das. Könnte echt gut funktionieren. Belohnungen für wöchentliche Aufträge wurden aktualisiert. Ihr erhaltet 500 Sommertickets und eine auswählbare Belohnung. Okay. Basierend auf dem Fortschritt der Hauptauftragsreihe, die Menge vom Gold und Vorteilsmaterial wurde erhöht. Finde ich gut. Freischalten von schweren Nahkampfangriffen durch den Auftrag Reiter auf dem Blitz ist nicht mehr erforderlich. Sie sind nun ab Beginn des Spiels verfügbar. Man musste schwere Nahkampfangriffe freischalten. Ja, stimmt, das ist doch da in ich, mit, Deutsch kann ich. Helden. Neue mythische Entdeckerin. Was? Azalea Clark schließt sich der Crew an. Sie hat Sci-Fi-Technologie. Erhöht den Energieschaden von Fähigkeiten auf 15%. Holy shit. Holy shit. Okay. Das finde ich gut. Ich habe es echt vermisst. Dass man so einen Held hatte, der Energieschaden gepusht hat. Wie oft habe ich meinen Teddy gepusht damit? Also, die Laseraugen vom Teddy, ne? Klar. Erhöht den Energieschaden von Fähigkeiten um 15%. Zusätzlich explodiert der Elektroschockturm und verursacht dabei 107 Energieschaden an nahen Feinden. Also, ich denke mal, hier ist ein Tippfehler. Hier gehört noch das Wörtchen Grund davor. Grund-Energieschaden. Das ist absolut heftig. Teamvorteil Zap erfordert 2 Weltraumforscherhelden. Zap gibt der Rückendeckung und fügt einem zufälligen Gegner alle 6 Sekunden 105 Grundenergieschaden hinzu. Okay, alle 6 Sekunden. Bei mir wären das wahrscheinlich dann um die 400.000 Schaden. Aua. Aua. Ja, verfügbar über die Auftragsreihe, ja. Das heißt, das ist keine Heldin, die man kaufen muss. Sie kriegt man über die Auftragsreihe. Finde ich super. Schaut eure Feinde mit der neuen Soldatin Rio aus dem All. Er hat den Energieschaden gegen Schilde. Okay, um 78% kommen dann, 26% so. Dann gibt es noch Eddie. Das klingt irgendwie so, als hätten sie E.T. zu Eddie gemacht. So wie das hier abgekürzt ist. Standardvorteil, okay, Kommandantenvorteil ist direkt Schildkraft.exe. Bist du Claptrap?
Kritische Treffer mit Energieschaden durch Nahkampfwaffen steigern den Schaden um 96% des aktuellen Schildes. Das sind quasi genau die gegenteiligen Helden zu den Dinosaurierhelden. Was auch ziemlich witzig ist, weil Dinosaurier und Sci-Fi, Weltraum, Zukunft, das ist auch genau, wenn man so eine Zeitlinie vor der Nase hat, genau gegenteilig. Dinosauriermäßig so ganz am Anfang und durchs Weltall fliegen und Laserkram, UFO-Shit, ganz am Ende der Timeline. Also sind auch da die Gegenteile. Das finde ich ganz schön clever gemacht. Ja, zeigt den Höhlen keine Gnade mit dem neuen Entdecker Cyberclops. Er hat die Plasma-Kettung. Energieschaden kann mit einer Chance von 20% auf nahe Feinde überspringen und dabei 116% des ursprünglichen Schadens verursachen. Zusätzlich verursacht der Teddy Energieschaden? What? Alter Schwede. Eine Chance von 20%, dass Energieschaden überspringt. Das heißt, wenn ihr eine Waffe habt, die eine 5er, 5 plus Feuerrate hat, dann schießt ihr 100%ig einmal die Sekunde noch irgendeinen anderen Gegner in der Nähe ab, obwohl ihr gar nicht auf den schießt. Das ist quasi, das macht jede Energiewaffe zu einer Fünftel Revolte des Gründers. What? Ich freue mich sehr, wenn ich den ziehe. Ich freue mich sehr. Also die gibt's alle in den Lamas. Intergalaktischer Ken, der neue Ninja, meldet sich zum Dienst. Er hat Energieentzug. Eliminierungen mit Energieschaden stellen 17% der fehlenden Schilde wieder her. Zusätzlich verursachen Wurfstellen Energieschaden. Okay, das klingt tatsächlich gar nicht mal so mies. Also Kills mit Energieschaden stellen viel Schild wieder her. Und ich finde wirklich, dass es viel Schild ist. Aber hey. By the way, ich hab's euch ja schon im 9.1 Patchnotes Video gesagt, Archeolo Jazz kommt zurück in den wöchentlichen Shop. 6. Juni bis 13. Juni. Also, da das hier nie korrekt übersetzt wird, warte mal, doch, heute ist der 6. Juni. Ha, dann nehme ich das zurück. Heute ist der 6. Fehlerbehebungen. Jetzt bin ich mal ganz kurz gespannt hier. Okay, bei den Heldenfehlerbehebungen steht das nicht dabei. Ich habe es ja extra angepinnt unter dem Fossilien-Saufi-Video. Der Fossilien-Saufi ist aktuell noch verbuggt. Heißt, er gibt im Unterstützer-Slot genauso viel Energieregeneration wie im Kommandanten-Slot. Also, für die Spieler, die dachten, boah, die Jazz ist ja mega gut mit dem Saufi. Sie ist gut, aber sie ist nicht so gut wie Saufi als Einzelheld. Es ist ein Bug. Das könnt ihr natürlich ganz einfach sehen. Waffen und Gegenstände. Atomarer Lichtausdehner, Energiesperr mit einem schweren Schockschmetterangriff, der Schaden in Gegnern im großen Kreis verursacht. Stalotron 9000, automatisches Energiescharfschützengewehr ohne Zielfernrohr. Mini-Stalotron, automatische Energiepistole. Gammatron 9000, Energiesturmgewehr, das Salven mit hoher Schussrate feuert. Hüllenverzerrer, Energiehammer mit hohem Schaden, wenig Einschlag, verursacht über einen schweren Angriff, der alle Hüllen zum Hammer zieht und dann Schaden verursacht. Singularitätsklopp. Nice. Jetzt neu, die Teergrubenfalle. Wenn Feinde in diese Falle tappen, stecken sie kurzzeitig fest. Die Falle reagiert auf Kugeln, ballert also drauf los, wenn ein Feind feststeckt. Hä? Okay. Die Falle reagiert auf Kugeln? Aber dann soll man erst losfeuern, wenn ein Feind feststeckt? Verstehe ich nicht. Egal, wir werden das sehen. Ich werde die Falle richtig gut unter die Lupe nehmen, so wie das letzte Mal, als wir eine neue Falle bekommen haben, die Breitseite. Automatisches Laufen wird nur nach dem Sterben und Respawn abgebrochen. Okay, Gameplay, Bugfixes. Eieiei. Alles klar. Jetzt will ich nur mal ganz kurz nochmal hochgucken. Wo war das? Das ist uninteressant. Oh, warte mal. Die Fallenvorteile, erhöhte Gebäudekondition und halt verbündete Gebäude werden nun wie vorgesehen auf die Wand, Boden, Decke angewandt, an dem sie befestigt sind. Uiuiui. Es wurde endlich gefixt. Ja, da bin ich glücklich drüber. Ich hoffe, dass die auch die Gesundheit von den ganzen Wänden gefixt haben. Da möchte ich jetzt auch nochmal selber ein bisschen oben gucken. Und zwar, nee, das ist Performance. Benutzeroberfläche, genau. Hier sollte das dabei stehen. Haltbarkeitsinformationen werden nun wie vorgesehen. Inventarbildschirm ist wie vorgesehen. Schadensresistenz. Nee. Porträts. Ein Problem wurde behoben. Nee. Nee. Och, komm schon. Das ist das Kriegsspielproblem mit der Spielersuche.
Kriegsspielherausforderung ausgefallen, setzt Fallen und wir vorgesehen zurück, wenn der Simulator endet. Okay, das heißt, ausgefallen gibt es jetzt auch endlich wieder zurück als Simulationsmodus. Das haben sie ja kurzzeitig deaktiviert, weil es verbuggt war. Ja, Spielerhalten ist korrekte. Okay. Ja, leider anscheinend kein Bugfix für die Gesundheit der Wände. Viele haben es bestimmt gemerkt, wenn man eine hohe Verteidigung macht in den Kriegsspielen, dann hat eine Wand nur noch 7000 Leben, obwohl sie in den ersten zwei Wochen von den Kriegsspielen 12.000 Leben hatte. Also die Wände sind quasi auf 300% Gebäudekondition begrenzt, obwohl sie original und wenn man auch in Twin Peaks spielt, 600% hätten, wenn ihr sofern den Bonus freigeschaltet habt. Das heißt, alle Wände haben extrem wenige, ja, Hitpoints. Was ich sehr schade finde für gerade die Herausforderung ausgefallen, die jetzt wieder freigeschaltet ist in diesem Patch. Aber ich freue mich sehr. Ran an die neuen Lamas.